Gitterkreuze sind immer dann hilfreich, wenn man den Bildplan auf tachymetrisch gemessene Koordinaten entzerrt hat und man dann mit Hilfe der Gitterkreuze das übergeordnete Koordinatensystem veranschaulichen kann. Wir gehen links in den Baum, auf Gitterkreuzebene, rechte Maustaste, neue Gitterkreuzebene, übergeben den Namen, Beispiel Gitter 5 Meter und sehen hier das eingefügte Gitterkreuzraster. In Abhängigkeit von Projektmaßstab verwenden wir entsprechende Vorschlagswerte, wie bei 1 zu 50 eben 5 Meter, die wir automatisch auf einen ganzzahligen Wert des übergeordneten Koordinatensystems positionieren. Das heißt, wenn wir unten rechts bei Positionierung, Objekt, die Koordinaten sehen, dann sehen wir, dass der Einfügepunkt vom Punkt unten links bei minus 5 und rechts Wert 15 liegt. Wenn ich den Wert jetzt ändere auf minus 10, würden sich die Gitterkreuze dann halt 5 Meter nach links verschieben. Minus 5 gehen wir wieder zurück. Die Gitterkreuze, die wir hier in der Mitte sehen, die können wir ausblenden. Dafür gibt es das Häkchen nur außen. Man kann mit der Funktion Hauptraster aktivieren, am äußeren Rand auch noch Koordinatenbeschriftung einfügen. Das heißt, wir erweitern die Gitterkreuze auf minus 10 und sagen dafür 4 Kreuze, 5 Kreuze. Und können dann den Abstand der Hauptgitterkreuze definieren, indem wir sagen, Wiederholung 2. Und in der Höhe auch Wiederholung 2. Und dann sagen wir Hochwert einblenden, also Höhe einblenden. Und dann wird hier halt 15, 25, 35 eingeblendet. Wenn ich lieber auf einen ganzzahligen Wert, also auf 10, 20, 30 gehen möchte, dann kann ich eine vertikale Verschiebung einfügen. Und dann werden die Gitterkreuze eben auf den ganzzahligen Wert verschoben. Ich könnte auch bei Bedarf den Rechtswert einblenden. Texteigenschaften kann ich die Schrifthöhe definieren. Gleich 5 mm. Und die Größe der Kreuze kann ich an zwei Stellen einstellen. Das heißt, hier oben definiere ich die Größe für das Gesamtraster. Zum Beispiel 0,7. Und hier definiere ich die Kreuze für das Hauptraster. Wir gehen wieder zurück zum Projektbaum, legen einfach ein zweites Raster an mit 2 Meter Abstand. Das heißt, wir schalten das Raster aus, wir gehen wieder auf Gitterkreuzebene, rechte Maustaste, neue Gitterkreuzebene. Wir sagen jetzt Gitter unterstrich 2 Meter. Ändere ich hier oben den Abstand der Kreuze, 2 Meter. Nochmal 2 Meter. Über die Funktion anpassen wird der Papierbereich erstmal komplett erfasst. Und dann kann man die Kreuze einfach abzählen und kann sagen, rechts ist 8, Höhe ist 15, rechts ist 7. Kann dann wieder sagen, Gitterkreuze außen ausschalten. Und für den Fall, dass wir jetzt kein übergeordnetes Koordinatensystem haben, das heißt, die Fassade wurde jetzt einfach auf parallele Linien oder auf Rechteck entzerrt, dann können wir den Einfügepunkt auch frei definieren. Das heißt, es gibt hier eine Funktion Einfügepunkt. Und dann kann ich die Position der Gitterkreuze beliebig setzen. Und dann ist jetzt hier eine neue Gitterkreuzfunktion, neue Gitterkreuzposition. Und wenn ich jetzt aber die Höhenfunktion der Gitterkreuze doch nutzen möchte, bin ich in der Lage, für das Projektkoordinatensystem auch einen lokalen Höhenbezugspunkt zu setzen. Der gilt dann sowohl für die Höhe als auch für den Rechtswert. Dafür gehe ich jetzt auf Layout, Projektkoordinatensystem setzen. Habe dann hier diesen Dialog, wo ich einen Startwert eingeben kann. Da könnte ich jetzt sagen, Gebäude Rechtskante ist 0, aber der Höhenwert liegt bei 15 Meter. Und dann nehme ich wieder die Funktion messen und ziele jetzt von mir aus hier den Wert an und sage, das ist Rechtswert 0 und Höhe 15.
Und dann werden die Gitterkreuze nach diesem System ausgerichtet, nach diesem Bezugspunkt. Das heißt, jetzt müsste man die Werte natürlich wieder anpassen, indem man dann zum Beispiel sagt, minus 2 und die Höhe auch minus 2. Natürlich. Nummer 12. Und dann können wir oben noch eins drauflegen. So, 16. Und das Koordinatensystem wird dann mit OK übernommen. Mehr Informationen zum Metigo Map gibt es in unserem Online-Wiki-Handbuch, das momentan in Deutsch, Englisch und Chinesisch zur Verfügung steht. Weitere Tutorials finden Sie in verschiedenen Sprachen in der jeweiligen Playlist von Metigo Video auf YouTube. Über unsere Website können Sie sich über aktuelle Schulungs- und Messetermine informieren. Alle Links dafür stehen unten in der Beschreibung.